Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder den Weg hierher gefunden hast. Das freut mich ganz besonders. Ja, beim letzten Mal haben wir hier richtig Gas gegeben. Na, was heißt richtig Gas gegeben? Wir haben die Chemieanlage erforscht. Das hat auch wunderbar funktioniert. Wir haben jetzt hier einen riesen Apparillo hier hingebaut. Die richtig mega große Anlage. Und ich sehe gerade, wir brauchen hier Kies. Echt wenig. Wenig Kies. Wenig Holz. Wenig Pflanzen. 10 Tonnen Öl. Und Strom. Geht eigentlich. Daraus bekommen wir dann 36 Tonnen. Aber wir brauchen 500 Mitarbeiter. Das heißt, wir müssen hier Holz hochholen. Kies haben wir hier. Holz haben wir hier hinten. Lass mal kurz gucken, wo wir denn das Holz ranholen können. Das haben wir hier im Lager, ne? Da kommen wir auch so direkt nicht ran. Es sei denn, wir holen es hier ab. Da haben wir ja glücklicherweise schon eine Strecke. Hier ist ja Holz drin. Hier wird kein Holz eingelagert. Warum wird hier kein Holz eingelagert? Verarbeiten hier nur Bretter gleich. Hier fehlt Holz. Also irgendwie... Es fehlt Holz. Bretter, Holz. Mach mal ein bisschen langsamer, das ist sonst hier zu heftig. Also irgendwie so ganz hundertprozentig scheint mir das noch nicht so zu funktionieren. Bretter. Ja, da wird... Es fehlt Holz. Ah, so ganz funktioniert das noch nicht. Okay, Sägewerk. Was ist denn mit euch hier? Keine Arbeiter. Ach, da ist das Problem. Ihr habt keine Arbeiter. Leute, macht doch nicht so einen Scheiß. Ihr dürft gerne da hingehen. Warum laufen die jetzt nicht hier hin? Warte mal kurz, hier ist ein Problem. Können sie eigentlich? Es fehlt gerade an Arbeitern. Und eigentlich fahren hier auch Busse hin. 65 Arbeiter. Eigentlich müsste das gehen. Na gut, okay. Wie gesagt, wir haben ja schon die Möglichkeit, Holz hier hoch zu transportieren. Ist nicht das Problem. Dann müsste ich nur mal gucken, ob wir hier noch irgendwo ein Lager anschließen. Ob das klappt. Brauchen wir wieder ein Freilager. Freilager groß. Was wir auch direkt hier oben mit anschließen könnten. Das ist gut. Da können wir jetzt direkt reinlagern. Sparen wir uns nämlich was. Dann sparen wir uns nämlich ernsthaft. Da ist aber nur ein Einzelner. Dann sparen wir uns nämlich die... das da oben einzulagern. Freilager. Da haben wir bestimmt modstechnisch auch was, ne? Komm, da haben wir bestimmt was. Freilager, Freilager. Vanilla Multirail. Das ist nett. Nee. Small Open Storage. Ach, das ist ja ein Witz hier. Das ist ja... Kann nicht auf Wasser gebaut werden. Da könnte man was machen. Ach, das ist so ein Anlegeding. Ist auch nicht schlecht. Freilager groß. Die Frage ist, ob wir jemals solche Mengen hier rankarren. Das ist die Frage. Aber andererseits, es sieht natürlich cool aus, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Oder wir machen es hier dran. Und da dann eventuell das Output-Lager für die Export. Chemikalien. Wobei wir aber, warte mal kurz. Ich muss überlegen, weil mit Chemie habe ich noch nie so großartig gebaut.
Hier brauchen wir auch wieder Öl. Kunststofffabrik. Wir brauchen die Chemikalien. Gibt es eigentlich ein Lager für Chemikalien oder wird das direkt durchgeschleust? Ich glaube, es wird direkt durchgeschleust. Das könnten wir eigentlich direkt hier anbringen. Hier unten. Das könnten wir direkt hier anbringen, wenn wir hier so ein Lager hätten. Und hier so ein Zwischenlager, wo wir das abladen. Mit dem Öl. An den Öltank. Wie viel haben die denn? 1200 Tonnen. Also die können wir Öl ranbringen ohne Ende. Das ist nicht das Thema. Aber wir müssen es geschickt machen. Wir müssen es ja auch noch irgendwie an die... ...36 Tonnen Chemikalien. Also ich will hier nicht alles voll machen. Ich will die anderen Fabriken dann irgendwie noch hier mit hinbasteln. Da müssen wir auch noch Plastik und was weiß ich nicht was machen. Auf jeden Fall hier oben erstmal Chemikalien und etc. pp. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz einig, wie ich mir das am besten vorstelle. Kunststoff. Okay. Okay, lass mal kurz gucken. Also, Fabrike. So, Entschuldigung, war mal ganz kurz abgelenkt. Closing, Huge Fabric Factory, Stoff etc. Da brauchen die auch Chemikalien, also Alter, wir brauchen wirklich für alles hier. Kunststoff, im Endeffekt wollen wir Kunststoff herstellen. Bucket Dredger, Huge Chemical Plant. Das ist die hier, die haben wir. Okay, das ist Kunststofffabrik. Dann haben wir die hier, die macht 24 Tonnen, 30 Kunststoffe. Ist nicht so viel. Haben wir noch mehr? Plastik 62, das ist schon ein bisschen besser. Large Electronic Component Factory. Huge Chemical Plant. Das ist die hier, die ohne die Dinger. Das ist Wahnsinn. Huge Small. Wenn ich daran denke, dass ich hier eigentlich noch eine Chemieanlage eigentlich dabei war. Kunststoff. Das ist der einzige Kunststoff. 30. Wood. Wir hatten noch eine gehabt. Moment. Plastics, V2. Dann haben wir die hier. Dann haben wir Plastik. Jetzt muss ich überlegen. Plastik. Ich hoffe, dass sie das auch wieder rausnehmen. Also sprich, dass wir das Ganze anbringen können. Plastik. Und das auch gleichzeitig wieder retour geht. Ins Lager. Was ich aber nicht glaube, wir müssen dann nochmal ein Zwischenlager machen für Plastik. Was dann wiederum da angeschlossen wird. Oh Gott, ey. Um Gottes Willen. Also, wir machen erstmal hier die Plastik-Factory ran. So, eine haben wir. Dann brauchen wir wieder so ein Zwischenlager. Für hier Warenhaus wären Chemikalien, Kunststoffe. Ja, und dann muss das hier irgendwie durchgeschleust werden. Alter, es ist eine Macherei.
Alter, das ist so, so evil. Ganz ehrlich, das ist richtig evil. Das ist richtig böse hier. Dann wird das dazwischen gelagert. Oder warte mal, nee, es wäre schlauer gewesen, das dazwischen zu machen, dann die Plastikfabrik dran zu bauen. Boah. Weg damit. Das ist echt... muss jetzt ein bisschen mit Planung arbeiten, ne? Das ist schon nicht ganz einfach. So, Mod. Lager. Large. Kunststoff. Chemikalien. Das ist das. Small. Das ist ein kleines Witzding. Da brauchen wir gar nicht mit anfangen. Warenhaus. Das ist das. 700 Tonnen. 200 Tonnen. 280. 600. 200. Die wären natürlich easy peasy. Guck, ob wir noch was Besseres haben. Boah, das ist übel. Ja, nee, ist klar, komm. Wir ballern hier das Ding hier auch noch mit ran. So eine Menge, das ist viel zu übertrieben. Also das finde ich zumindest übertrieben. So, hier ist... das. Krieg den aber nicht... da, doch, den kriege ich so da ran. Eventuell... ganz knapp. Nee. So. Was ist mit dem hier? Der ist zu klein. Okay, warte mal. Ich glaube, das hier war schon nicht so verkehrt. Und das hier. Das wird es hier zwischenfriemeln. Und... da dran Plastik, da müsste es eigentlich zurückfließen können. Da jetzt hier Plastik dran machen, müsste ja gelagert werden. Eine Minute. Ich muss nämlich mal was trinken, liebe Freunde. Ich habe einen trockenen Hals. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, wir haben das jetzt. Jetzt müssten wir hier Kunststofffabriken ranbauen. Am besten gleich mehrere. Plastics, da, die V2. Können wir nämlich wunderbar hier ranbringen. Die kriegen ihr Zeugs. Zwei. Wie viel machen die denn? Nicht so viel, ne? Die machen zumindest... warte mal kurz. Ich muss das irgendwie... okay, da das ranzumachen. Ich will mindestens... na? Ha, komm schon. War's doch da schon. Einen so haben. Dann will ich hier auch noch einen haben. Nur, dass wir ohne Probleme alles anschließen können. Ja, das wird jetzt kriminell. Ich möchte drei Fabriken haben. Weil mit diesem bisschen Plastik, was die produzieren, ist ein Witz. Sind wir uns einig, das ist ein Witz. Hm, müsste ich schräg setzen. Will ich aber nicht. Ist ja auch doof. Das ist auch doof. Ah, ich hasse das. Dass man das nicht modular setzen kann, das wäre so schön. Dann würde es keine Probleme geben. Aber nein. Okay, ich muss ja auch Platz lassen für die Straße noch. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, hier ranzukommen. Na. So würde es gehen. Hätte ich Platz, müsste mit den Schienen da durchfahren.
Okay. Dann müssen die ja sich die Wertstoffe holen, die Wertstoffe wieder reinfriemeln. Was brauchen die? Öl, Chemikalien und dann kommt Kunststoff raus. Okay, das kriegen wir hier. Und die brauchen natürlich Kies, Holz, etc. pp. Okay, Kies, Holz und hast du nicht gesehen. Da braucht man wieder ein Freiraumlager. Also das wird ja echt eine Neverending Story. Lager. Da mache ich aber. Warenhaus. Open Dingsbums brauchen wir. Holzbretter. Das ist mir zu groß. Okay, das könnten wir dann hier so anbringen. Multirail. Das ist ja das Lager hier. Das können wir ja machen. Genau, dann lassen wir die hier wegfahren. Hier dran fahren. Also hier werden echt viele Züge fahren müssen. Kommen wir gar nicht drum herum. Also wir brauchen Holz, wir brauchen das, wir brauchen dies, wir brauchen jenes und hast du die gesehen? So, okay, das haben wir auch. Also. Die sollen das hier wegholen. Die sollen dann die Chemikalien wegholen. Beziehungsweise das Plastik. Das dürften die eigentlich auch da wegholen. Plastik, Chemikalien. Gleichzeitig bringen wir hier Holz. Und Pflanzen können wir hier nicht dran machen. Pflanzen können aber hier mit gelagert werden. Okay, Pflanzen können da gelagert werden. Hier ist dann Holz. Holz ist hier das Thema. Öl. Öl. Jetzt müssen wir uns um das Öl kümmern. Dann nehmen wir auch mal so ein großes Lager für Öl. 300 Tonnen. Das ist mir zu klein. Nuklear-Storage haben wir auch noch nicht gebaut. Combined Cargo Storage. Hier ist alles drin, ne? Da kannst du alles ranklemmen. With Loader. Frage ist, lädt der ab? Oder wie machen wir das am schlauesten? Oder machen wir extra nochmal einen dran? Dass wir das hier ranholen. Hier wirklich hier hinten aufziehen. Dann müssen wir direkt hier rüber. Oh, das ist ja echt übel. Das ist so übel. Momento. Wir haben Öl, Kraftstoff laden und entladen. Laden und entladen. Den haben wir hier. Dann können wir locker flockig hier noch mit ranbringen. Der ist das. Das ist jetzt das kleinste Problem. Dazwischen dann so ein Dings bauen. Hier lang führen. Boah. Das ist so übel. Freunde, es ist übel. Es ist wirklich übel. Also das ist ein riesen Komplex hier. Nur für ein bisschen Chemie. Ich hoffe, dass sich das auszahlt. Ja, dann machen wir es. Boah, guck das mal an hier, was der hier bauen will. Kommen wir hier rum, da kommen wir hier. Muss ja angeschlossen werden. Also wir brauchen auf jeden Fall mal einen Tank. Tja, die Frage ist, ob der entlädt oder nur belädt. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Gottes Willen, das ist ja echt. Na, das ist ja, kann ja auch von mir aus so hingehen, das ist ja kein Problem. Dann haben wir ein bisschen Platz noch da.
Ist ja auch kein Thema, das geht sogar. Dann haben wir ordentlich Platz, müssen wir halt eine große Pipeline bauen, aber das ist okay. So. Den machen wir auch dicht. Das sollte eigentlich nicht ran, weil da muss noch ein Zwischenverteiler gebastelt werden. Wo bist du denn? Und zwar mindestens ein Eingang. Da ist ein Eingang, da ist ein Eingang, das ist der Ausgang, ne? Müsste es eigentlich sein. Lass mal bauen. Und dann müssen wir zusehen, dass wir hier irgendwie noch mal was ranbekommen. Nochmal so ein... drei Eingänge, ein Ausgang. Ein Eingang, drei Ausgänge. Nee. Also... wir nehmen das Rohr hier System nochmal weg. So, da ist ein Ausgang. Einer geht raus und der verteilt das dann. Vielleicht auch so in die Richtung. Warte mal. Der braucht einen Eingang. Der bräuchte eigentlich auch einen Eingang. Alter, das ist ja übel. So, Ausgang. Eingang. Könnt auch jetzt hier die kleineren Pumpen nehmen, na klar. So, machen wir aber so. Dann bringen wir das hier nämlich gleich mit ran. Dann haben wir das hier auch. Dann müssen wir nur noch mal kurz gucken wegen der Straße. Dass das passt. Oh, Ausgang, Ausgang, Ausgang. Straße könnte... naja, wohl, das kriegen wir hin. Sollte nicht so das Problem sein. Dann machen wir es mal so. Dann gehen wir jetzt mal hier das Thema an. So, dann machen wir es hier. Wie gesagt, mache ich hier mal ruhig die Vanilla-Dinger. Finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Nee, das ist ja Blödsinn. Dann muss von da aus ran. So, das muss verbunden werden. Das ist okay. Jetzt müssen wir zusehen, wie wir das jetzt hier wuppen. Na. Okay, Gebäude im Weg. Komm. Das hast du schon geschafft gehabt. Ich hab's so gesehen. Ah, geht doch, sag ich doch. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. So, den haben wir angeschlossen, das läuft. Das machen wir jetzt noch fertig. Es müsste eigentlich auch gut weitergeleitet werden. Dann wird natürlich zwischendurch abgezwackt. Aber die müssten dann direkt versorgt werden mit Öl. Ich hoffe, dass das reicht. Ansonsten muss ich mir zusehen, dass wir noch eine Direktverbindung hochziehen. Können wir ja machen. So. Du. Kannst dann auch hier gleich noch hin. Natürlich zusehen, wie wir die Leute hier rankriegen. Kriegen wir das auch so hin? Ja, das geht auch so. Dann ist mir das nämlich lieber. Dann ist das auch direkt angeschlossen. Der ist von oben rum angeschlossen. Wir können zur Not auch da nochmal lang gehen. Das passt. So, wir machen mal ganz kurz... das für so ein bisschen Plastik. Ein riesen Aufwand. Ein riesen Aufriss. Wirklich ein riesen Aufriss. Aber wir brauchen das Plastik. Komm mal nicht darum herum. Ich mach mal ein bisschen schneller. Wir werden eine Menge Züge fahren müssen. Und wir müssen auch zusehen, wie wir hier die Leute rankriegen. Also wir brauchen
Im Endeffekt hier hinten brauchen wir 200. Wir brauchen richtig viel. Neuer Fahrzeugtyp. Lokotyp 753. Da gucken wir uns gleich nochmal an. So, das läuft. Die sind ja dabei am Bauen. Das ist in Ordnung. Dann müssen wir uns auch wieder drum kümmern. Loco. Mal kurz gucken. Wie weit sind die denn hier? Sollten die hier fertig sein? Ja, die haben richtig schon was geschafft hier. Guckt mal, die haben richtig schon was geschafft. Sehr geil. Läuft ja Bombe. So, hier haben wir Klassenzimmer. Läuft. Niemand wohnt hier. Okay, da haben wir noch freien Wohnraum. Das ist in Ordnung. Das ist kein Thema. Hier ist... Niemand wohnt hier. Was ist hier jetzt? Okay, Warenhaus. Da müssen wir mal was kaufen. Elektronik. So, so, wir kaufen mal ein bisschen ein. Essen. Wir haben nicht genug Zeugs, um das selber herzustellen gerade. Da sind wir ein bisschen noch nicht so gut unterwegs. Hier sind Mitarbeiter. Das ist in Ordnung. Müssten eigentlich jetzt zufriedener sein. Okay, hier wohnt natürlich noch keiner, aber es läuft. Es wird aufgebaut. Es klappt. Genauso, wie ich es mir vorstelle. Sauber. So, wie sieht es hier aus? Keine Arbeiter. Hier müssen wir nochmal ran. Das ist mir zu wenig. Da kommt mir zu wenig bei rum. Müssen wir uns merken. Aber ich wollte mir noch schnell die Fahrzeuge holen. Mal schauen. Die Kestrel. 150, die ist schnell. Die ist verdammt schnell. Die Kestrel holen wir uns auch mal. Die nehmen wir mal mit. Was ist das hier? 97. 100. Die haben nicht so hohe Zugkraft, aber es macht nichts. Diese Loco, Typ 753. 100 km/h. Cool. Nehmen wir uns auch mal... Kein Platz mehr, oder was? Können wir uns nicht kaufen, oder was? Hier, Ostdeutschland, haben wir noch eine. Okay, der Platz scheint nicht zu gehen. In Ordnung, lassen wir es so. Die haben wir jetzt auch gekauft. Das heißt, es geht auch hier weiter. Und das ist gut so. Der Wahnsinn kann dann bald beginnen. Der Wahnsinn kann dann bald beginnen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Strom etc. pp. Kies werden wir nicht so viel brauchen. Da können wir uns hier oben nochmal drauf konzentrieren, nochmal Platten oder so ranzuholen. Aber der Berg, ne? Wunderbar hier oben. Richtig geil. Können wir hier hinten vielleicht nochmal Platten ranholen und das hier auch irgendwie nochmal lagern? Können wir hier Platten lagern? Ja, Bretter, Ziegel, Platten. Perfekt, hier können wir alles lagern. Sauber. Sehr geil. Strom brauchen wir. Lass uns mal gucken nach dem Strom. Wie wir das hier machen. Wo können wir denn nochmal abzwacken? Abzwicken. Hier vorne könnte man nochmal abzwacken. Zwicki-zwacki. Dass wir alle Gebäude bekommen, schaffen wir nicht alles. Nehmen gerne die Vanilla-Dinger dafür. Ich finde die eigentlich ganz gut. Optisch. Können wir die hier ran friemeln? Na wohl, da kriegen wir die ja wieder so blöde ran. Aber das würde gehen. Können wir hier einen hin. Und kriegen wir die dann da vorne, müssen wir auch noch machen. Vielleicht kriegen wir... Okay, hier ist keine Straße, aber vielleicht kriegen wir die ja auch irgendwie noch hier so... Schön dazwischen gefriemelt. Müssen wir bestimmt wieder umbauen. So, das haben wir. Und hier hinten wird es auch kritisch werden. Mal gucken, wie wir das hier lösen. Aber auch das werden wir gewuppt bekommen. Wer gelacht. Wäre nicht das erste Mal, wenn wir hier was bauen müssen. So, zack, bauen wir dich da auch mal hin und dann sollte das auch klappen.
Aber liebe Freunde, das alles und vieles, vieles mehr, das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Es macht wieder richtig mega Fun. Und ja, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Ed.